ganz kurz mal retten. Guten Abend erstmal. Ah, scheiße, diese Lichter sind zu stark. Kann man die mal ausmachen? Genau, den auch. So, jetzt mal hier von Foto. Und jetzt alle ist drauf. Moment, Hochkant. Ihr seid oben auch alle drauf. Nee, das habe ich jetzt versprochen, das muss ich jetzt durchziehen. Und bevor ich jetzt irgendwas falsch sage und ihr alle nach Hause lauft, damit ich wenigstens das Foto schon mal gemacht habe. Darf ich bitte nichts ab? Das habe ich schon mal. Ja, ich bin heute einfach mal von Berlin gekommen. Ich habe natürlich im Theater einen Schauspieler, der mich ersetzen kann. Das ist so üblich. Ich habe sogar zwei, wenn irgendwas passiert. Und in dem Fall konnte ich auch heute Abend hier sein. Oder kann hier sein. Die anderen spielen jetzt gerade schon. Okay. Ich bin froh, dass ich, wie jeder, diese zwei Scheinwerfer sind die Hölle. Also die sind nicht richtig eingerichtet. Das kann nicht rein. Leute, mal ein bisschen runterdimmen. Ja, ich kann ja euch gar nicht mehr sehen. Es ist ja wie, ja genau. Okay, ich bin froh, dass ich, wie gesagt, dass ich hier sein kann, zum zweiten Mal. Und ich habe sehr schöne Filme gesehen, sehr geile Beiträge. Und ich habe auch, und da muss ich der Gabi recht geben, obwohl sie es schon seit längerem beobachten kann, bemerkt, dass die Fähigkeiten, einen Film zu machen, alleine von der technischen Seite, sowas von angezogen wurde. Von People, die gerade mal 15 sind, entschuldigt bitte mal. Ja, das ist jetzt keine Beleidigung, das ist ein Kompliment. Ja, was die da zaubern, es ist phänomenal. Ich saß da, sage ich, hallo, jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, wo der Inhalt ist. Manchmal verschwindet der so ein bisschen, manchmal ist er sehr stark. Darüber können wir dann im Einzelnen noch reden. Ja, aber die Kameraführung und das Licht und die Bewegung und überhaupt diese ganze Sinn, diese Vision, die dahinter stecken, die sind so genial und ich bin froh, das auch immer wieder sehen zu können, weil normalerweise sieht man das nicht. Ja, immer mehr Sender, leider Gottes, kaufen den alten Schrott vom Ausland ein, ja, anstatt wirklich die Jungen, diese Kreativen, mal mehr kommen zu lassen. Ihr werdet sehen, es nimmt noch Vorhand, aber sie werden nicht gewinnen. Wir schieben nach.